So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Gerade haben wir so eine Schnitzeljagd bei den Zoras, wo wir von einem Hinweis zum nächsten geschickt werden. Und aktuell müssen wir Koenig Dorefan finden, damit es weitergeht. Ich wollte jetzt mal Sidon fragen, ob er denn mir was genaueres sagen kann. Ansonsten muss ich halt mal die Wasserfälle abgucken. Hey. Oh, Link, sag, gibt's was Neues bei deiner Suche nach Prinzessin Zelda? Oh. Na sowas. Wer hätte erwartet, dass Yathus da Steintafel etwas enthüllen würde? Das Land des Himmelsfisches, ein Tropfen inmitten schwebender Felsen. Das sogenannte Symbol des Königs. Das ist auf jeden Fall das Land des Himmelsfisches. Das ist von der Form her... Nee, Quatsch. Doch, oder? Doch, das ist der Fisch. Das könnte der Fisch sein, ja. Hm. Es ist wirklich eigenartig, ein Mysterium. Und es wird anscheinend immer nur vertrackter. Hm. Ich bin untröstlich, weil ich dir nicht helfen kann, doch leider weiß ich keinen Rat. Okay. Hm. Ist das Ding? Doch, das ist das. Ich sag's doch. Ja, ja, das ist das. Und da könnten wir nämlich hinkommen sogar, weil da geht ein richtiges, normales Wasser runter. Also ist ein bisschen verdreckt, aber es ist nicht so Schlamm. Das ist das Land des Himmelsfisches. Das könnte schon das sein. Die Frage ist jetzt, ist hier auch ein Wasserfall? Ja, weil der hört da einfach so auf. Und König Dorefan hat sich in einem Wasserfall versteckt. In einem Wasserfall, wo das Wasser noch klarer ist. Ah. Hm. Symbol des Königs. Verzeih doch, ich habe nicht die geringste Ahnung. Im Thronsaal war ich. Ja, dann... Dann bringt mir das gerade nicht so viel. Aber im Thronsaal war ich grundsätzlich. Jetzt ist die Frage, ob in diesem Wasserfall hier... Ob der da sein könnte. Eine Höhle? Nee, ne? Nee, hier ist schon mal keine Höhle. Okay, es muss ja auch eine Höhle sein, wo klares Wasser. Also, ne? Höhle, sage ich schon. Ein Wasserfall sein, wo klar. Aber. Ich meine, das Wasser hier ist schon überall eigentlich klar. Das ist ein bisschen kryptisch wieder. Hier ist halt schon Schlamm so ein bisschen dabei. Aber hier ist halt auch... Hier ist halt eh kein... Oh, warte mal. Wo komme ich denn hier raus? Bäm! Ich war richtig. Ich war goldrichtig. Der Kristallwasserpalast. Und hier ist der König. Ja, cool. Ja, und da ist er auch wieder. Ah, ich verstehe. Ah, und hier wäre, okay. Hier wäre der eigentliche Eingang wegen Wasserfall gewesen. Also hier wäre es sozusagen, wenn man es jetzt andersrum gegangen wäre. Dann wäre man hier reingekommen. Okay, also gibt mehrere Wege hier rein. Cool. Sehr cool. Kuckuck. Ah, wer da? Na, sowas ist das etwa, Link, du hier? Wie hast du diesen Ort gefunden? Welche Boshaftigkeiten führst du wieder im Schilde? Halt ein, guter Mutsu, halt ein. Dein Argwohn ist unbegründet. Ohne ein Wort der Erläuterung wird Link sicherlich nicht verstehen, was sich hier zuträgt.
Torefan, König der Zoras. Wir grüßen dich, Link. Lang ist es her, dass wir miteinander sprechen konnten. Wir hörten, dass du wie Prinzessin Zelda ohne eine Spur verschwunden bist. Sag, was führt dich zu uns? So, so, daher also fließt der Strom. Dir und Prinzessin Zelda ist wahrhaft Erstaunliches widerfahren. Prinzessin Zelda soll einfach fort sein, verschwunden sein wie Schaum in der Brandung, euer Hoheit, es ist lachhaft. Ich selbst sah die Prinzessin mit eigenen Augen gesund und wohlauf, es war gleich nach Schloss Hyrule, bizarrer Verwandlung. Gemach, Mutsu, das Leben ist oft ein trübes Wasser, das die Sinne täuschen kann. Links Augen sind frei von Arglist, wir sehen ihn nach wie vor als geschätzten Gefährten der Zoras. Es muss eine andere Erklärung für diese Seltsamkeiten geben. Link, lass uns dir erst erzählen, was geschah, als wir Prinzessin Zelda sahen. Und von den Gründen für unser Exil hier im Kristallwasserpalast. Wir trafen Prinzessin Zelda just nachdem sich Schloss Hyrule in den Himmel erhoben hatte. Schwebende Inseln waren erschienen und schrecklicher Schlamm und Ruinen begann vom Himmel zu fallen. Mutsu und wir hatten das Dorf verlassen, um die bizarren Ereignisse zu ergründen. Da geschah es. Wir sahen Prinzessin Zelda, wie sie in Begleitung eines Ungetüms aus Schlamm vom Himmel herabstieg. Und was dann passierte, war sogar noch viel schrecklicher. Sie befahl der Kreatur, uns anzugreifen. Seine Hoheit focht mit sagenhafter Kraft und konnte das Untier zurückdrängen, doch der Schlamm tat sein Übriges. Der König ist nun aufs Grausamste mitgenommen und Prinzessin Zelda ist ohne die geringste Spur verschwunden. Sollte je bekannt werden, dass Zelda dem König solches Unheil angetan hat, Hyrule könnte aus den Fugen geraten. Und genau daher beschloss seine Hoheit, sich hier im Kristallwasserpalast vor der Welt zu verbergen. Du sagst, dass Prinzessin Zelda in den Kavernen unter Schloss Hyrule urplötzlich verschwand. Und doch zeigt sie sich im Dorf der Zoras und tut uns Grausames an. Ein Mysterium, so tief wie das Meer. Doch für uns Zoras steht eine Sache fest. Das Rätsels Lösung muss irgendwo am Himmel zu finden sein. Die schreckliche Katastrophe, der Schlamm, das Ungeheuer. Ja, sogar das Mysterium um Zelda. Wir sind uns ganz sicher, die Antworten auf all jene unerklärlichen Dinge harren in den höchsten Höhen. Sieht uns Tante Yato, einen der Erforscher von... Ja, das wissen wir doch alles. Wir wüssten nur zu gerne, ob er wohl eine... Ja, hat er. Lass mich erzählen. Mein Gott. Oh, du konntest dich bereits unterhalten. Die Steintafel sprach von einem Symbol des Königs. Ah, der Begriff ist uns bekannt. Ist eine andere Art für die Königsschuppen der Regente des Zora-Volkes. Sie wurden in alten Riten so bezeichnet, wie genau sie allerdings verwendet wurden, ist uns nicht bekannt. Sollte dir unsere Schuppe jedoch von Nutzen sein, so zögere nicht und nimm dir so viele, wie du brauchst. Nur keine Scheu. Sollst du weitere benötigen, komm zurück und hol dir neue. Ach, die packe ich an den Pfeil ran, ich verstehe. Ah, Königsschuppe, alles klar, die kommt an den Pfeil ran. Eine besondere Schuppe, die seit jeher die Stirn aller Könige der Zoras, okay. Gut. Er stimmt uns eines traurig, etwas, das uns sehr klar geworden ist. Einem solchen Monstrum zu unterliegen, ist mehr als Beweis genug dafür, dass unsere besten Zeiten hinter uns liegen. Wer weiß, vielleicht ist der Moment gekommen, unsere Pflichten Sidon zu übertragen. Aber Hoheit! Doch diese Frage werden wir uns erst stellen können, wenn der Schlamm aus der Welt geschafft wurde. Bitte unterrichte Sidon über unseren Verbleib und darüber, was wir dir über die Königsschuppe verraten haben. Sag ihm, er soll sich nicht um uns sorgen, er muss das tun, was sein Herz ihm sagt. Und das bedeutet, mit mir mitkommen. Auf geht's. Auf geht's. Ab. Nach oben. Hui. Oh. Hui. Ah, noch eins höher. Noch ein Stockwerk höher. Hui. Jetzt sind wir hier. Sidon, folge mir. Gib mir deine Fähigkeit. Zeig mir, was du kannst. Hey. Ja, es gibt was Neues. Let's go. Was? Mein geliebter Vater wurde von einer Kreatur der Finsternis verletzt? Und Prinzessin Zelda soll sie auf ihn gehetzt haben? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Doch trotz allem können wir fürs Erste nur Vaters Worten glauben und uns nicht der Verzweiflung hingeben. Link, ich danke dir von Herzen, dass du meinen Vater gefunden hast. Prinzessin Zelda, die vom Himmel steigt, das Monster und diese furchtbare Schlamm. Alle Spuren führen nach oben. Und das auf der Steintafel erwähnte Symbol des Königs steht also für die Schuppen meines Vaters. Doch was das Land des Himmelsfisches? Bist du blind? Und dieser Tropf inmitten schwebender Felsen sind, bleibt rätselhaft. Bist du blind?
Das ist ein bestimmter Ort, ja. Ja, guck, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um, Sidon. Falsche Richtung, in die du guckst. Ich habe Hinweise. Dreh dich um. Muss ich das jetzt fotografieren, dass er es mir glaubt, oder was? Oder kann ich... Warte, kann ich da vielleicht selber schon hoch? Dadurch, dass ich ja mit Wasserfall und so interagieren kann? Kann ich da vielleicht selber schon hoch? Und er muss da noch gar nicht mit? Könnte auch funktionieren. Ja, doch, da komme ich rein. Ja, da komme ich rein. Okay, alles klar. Hui! Okay, alles klar, da komme ich rein. Damit habe ich nicht gerechnet. Insel des Schuppentanzes. Da fällt erstmal der erste Stein runter. Okay. Und da sind die schwebenden Dinger. Und da soll ich jetzt einen Tropfen finden. Wir gehen das mal ganz nach oben. Ich könnte mir vorstellen, dass hier halt dann so ein Tropfen ist, ne? Ja, moin. Ach, hier! Nee, hier ist der Tropfen inmitten schwebender Steine. Ach so, und da schieße ich jetzt mit dem Ding durch. Ah, aber ich kann den nur von oben als Tropfen wahrnehmen. Okay, das ist auch interessant gemacht, mal wieder. Ja, jetzt ist es ein Tropfen. Und jetzt schieße ich da durch. Mit der tollen Zora-Schuppe. Wo auch immer sie ist. Da. Ha! Es funktioniert. Und das öffnet den Weg nach oben. Nice. Sidon. Sidon. Kommst du jetzt mit? Hey, wait, wo ist Sidon? Die beiden müssen sich endlich einmal in aller Ruhe aussprechen. Wegen dieses innigen Schlammes gab es letzte Zeit für sie kaum eine Gelegenheit dazu. Ist Sidon jetzt weg? Oh. Nun, da auch Jonah hier ist, werde ich meine Pflichten sogar noch sorgfältiger wahrnehmen. Wo ist Jona? Wo ist sie? Ah, die sind bestimmt da oben. Okay. Okay, let's go. Es hat sich was verändert. Alles sagt das.
Habe ich gedacht, dass sie hier oben sind. Ha, sind sie. Nee, nur einer ist hier oben. Was ist das? Beim östlichen Stausee kann man eine Säule aus Licht sehen. Hat der Kataklysmus sie etwa entstehen lassen? Oder kann ich da jetzt einfach hin und dann geht's weiter? Ich dachte, ich will mit Sidon quatschen. Eventuell. Aber jetzt ist er weg. Ja, komm, ganz ehrlich, dann gehe ich selber zur Säule. Wer braucht schon Sidon? So. Dann gucken wir halt erstmal zur Säule und wenn es dann da nicht weitergeht, dann können wir uns ja Sidon holen. Vielleicht muss man im Spiel ja erst erfahren, dass man Sidon braucht. Kann ja gut sein. Ja, das war jetzt effizient. Okay, ich sage ja, ich kann alleine da nichts machen. Also, wo sind die zwei hin? Wo machen die ihr Pärchengespräch? Wie lange nehmen wir schon auf? Sind es 20 Minuten? Okay, wir sind ja noch voll in der Zeit. Kann mir irgendjemand sagen, wo die zwei hin sind? Die können doch nicht ewig weit weg jetzt sein, plötzlich. Taribon. Ach, lol, die stehen hier. Großartig. Liebste Jona. Jona, was bringt dich hierher? Ich möchte etwas mit dir besprechen, Sidon. Weißt du, ich habe lange darüber nachgedacht. Oh, Link. Link, wie steht es? Hast du etwas herausfinden können? Du hast das Rätsel auf der antiken Steintafel gelöst, woraufhin eine Säule aus Licht erschienen ist. Wenn es stimmt, was auf der Tafel geschrieben steht, sollte sich an der Säule ein Weg in den Himmel öffnen. Gut gemacht, Link. Das sind großartige Neuigkeiten. Hör mal, Sidon. Ich finde, du solltest mitgehen, wenn Link sich diese Lichtsäule ansieht. Na, danke, endlich. Deine Pflichten sind wichtig, aber sie dürfen dich nicht einschränken. Wenn ihr beide zusammenarbeitet, du und Link, werden wir ganz sicher auch diese Krise überstehen. Ich meine, ja schon, aber... Was denn? Was lässt dich zögern? Naja, du musst wissen. Schlammraubschlei. Ein schlammbedecktes Monster? Ob das, kann das gleiche Monster sein, das das Vater angegriffen hat? Sidon, überlass die Klärung des Wassers uns, das bekommen wir schon hin, zumindest für eine Weile. Du hast recht, ich vertraue dir voll und ganz. Link, bitte zieh noch einmal an meiner Seite in die Schlacht. Und er kann, ich kann wahrscheinlich so ein Wasserstrahl oder so kann ich von ihm mit ihm machen. Dieses Monster hüllt sich in Schlamm, um sich zu schützen, anstatt dass ich diese Wasserdinger werfen muss. Das könnte gut sein. Ein gefährlicher Gegner, ganz klar. Doch heute auch schon noch einer Blöße und sage dann Bescheid, ja? Ich kann dich mit Wasser umhüllen und so vor einem... Oh, er macht ein Schild. Wenn du dann deine Waffe schwingst, müsstest du das Wasser nach vorne schleudern können. Er macht nicht nur ein Schild, ich kann damit Wasser schießen. Okay. Sobald Sidons Aura sichtbar ist, kannst du dich von ihm mit Wasser umhüllen lassen. Dies schützt vor einem feindlichen Treffer. Du kannst das Wasser auch durch Schwingen deiner Waffe nach vorn schleudern. Wenn wir nicht näher rankommen, haben wir keine Chance. Nimm dich in Acht! Das ist doch ein ganz normaler Schleim, also ich verstehe das Problem nicht. Normale Waffe. So, hier. Ich bin kein ganz normaler Schleim, aber so einigermaßen.
Klasse! Na komm. Ah, hat nicht gereicht. Und wo jetzt? Easy. Und tschüss. Easy. Okay, das ist eine coole Fähigkeit. Aber jetzt nichts, wo ich sage, dass es bisher auf meinem Weg nützlich gewesen wäre. Also, der Treffer ist cool, ne, den Treffer, den man wegstecken kann. So als Schild ist es cool. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ah, da wäre ich nicht weitergekommen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Wir haben es geschafft, Link. Das schändliche Schlammmonster hat seinen Denkzettel bekommen. Seid ihr alle unverletzt? Ja, uns geht es gut. Was für ein Glück. Wenn dir etwas zugestoßen wäre, Jona, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Wer weiß, ob noch weitere Monster auftauchen. Du solltest zur Sicherheit ins Dorf zurückkehren. Diese Rücksicht ist ja nett von dir, aber denk doch mal daran, was Link eben erzählt hat. Diese Lichtsäule, die im Stausee erschienen ist, könnte der Schlüssel sein. Vielleicht verrät sie uns den Ursprung des vom Himmel fallenden Schlamms, der führt uns sogar auf Prinzessin Zeldas Spur. Du solltest uns die Arbeit hier überlassen und dich der Lichtsäule widmen, Sidon. Oh. Ja, natürlich. Jetzt juckt es mich in den Flossen, sofort mit Link loszuziehen. Aber ich kann doch dich und die anderen hier nicht einfach zurücklassen. Während des Kampfes sind wir doch auch schon klargekommen. Mach dir keine Sorgen um uns. Aber... Ach, Sidon. Es freut mich ja wirklich, dass du dir solche Sorgen um mich machst. Aber du bist der Prinz des Zora-Volks. Mehr noch als für mich musst du für die Einwohner des Dorfes da sein. Ich weiß, du hast viel durchgemacht, geliebte Personen verloren, aber die Angst davor darf dich nicht beherrschen. Du musst jetzt furchtlos voranschreiten. Ja, schon, aber ich... Reiß dich zusammen! Dieses Zaudern steht dir nicht. Ich kümmere mich um alles. Sidon, blicke einfach nach vorne, wie du es sonst auch immer tust. Folge deinem Herzen. Meinem Herzen folgen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du wiederkommst, werde ich da sein und dich erwarten. Ja, vielleicht stimmt das. Es ist Angst. Angst, wie jemanden zu verlieren. Du hast recht, Jona. Ich werde dir vertrauen. Bitte kümmert euch um das Wasser und das Dorf. Und wir brechen jetzt zur Lichtsäule auf, Link. Ich gehe schon mal vor, du findest mich dann dort. Da ist wieder der gute alte Sidon. Er wirft sich immer noch vor, dass er damals seine geliebte Schwester nicht beschützen konnte. Und nun war es Sorge um mich, die seine Tatkraft gelähmt hat. Aber jetzt scheint er darüber hinweg zu sein. So gefällt er mir bedeutend besser. Link, bitte pass auf Sidon auf, ja? Machen wir. Oh, ganz ehrlich. Wüsste ich jetzt nicht unbedingt, was ich da... Oh, nee, komm. Passt schon. Passt schon. Na dann, gehen wir zur Lichtsäule. Und damit Richtung nächster Tempel. Zeit wird's. Zeit wird's. Das war eine ganz schöne... Also, war wirklich so eine Art Schnitzeljagd, finde ich. Was immer, also das eine geschafft, dann musst du es das nächste machen und so weiter. Aber wir haben es endlich. Wir haben endlich die Fähigkeit gesehen, die Sidon uns geben kann. Aber wie gesagt, es ist jetzt keine Fähigkeit, wo ich... Wie das Rollen von Yonobu, das fände ich schon cool. So, das nützt auch wirklich auf dem normalen Spielweg. Aber das jetzt ist halt so, ja, okay, du kannst einen Treffer einstecken. Nicht schlecht, aber... Auch nicht unbedingt super notwendig. So, ist er jetzt hier unten oder wo ist er jetzt? Ich meine, der Questmarker zeigt da hinten. Dann wird er wohl hoffentlich dort sein.
Ich war jetzt ja gerade schon mal dort. Aber der Questmarker zeigt eindeutig dahin. Ja, da ist er. Moin. Oh. So, also gelingt es uns, in den Himmelimport zu steigen. Und da kommt die Stimme. Oh. Was war das? Hast du es gerade auch? Na, nicht wichtig. Keine Zeit, dir dem Gespenst nachzujagen. Wir sollten erstmal ergründen, woher dieses Licht kommt. Oh, ich habe eine Idee. Hau rein mit deiner Idee. Hau rein. Ich hatte absolut recht. Unten am Boden ist ein Eingang zu sehen. Ich bahne dir den Weg. Rein mit dir, Link! Okay, also gehen wir runter und nicht hoch. Na gut. Dann gehen wir runter. Fürs Erste gehen wir runter. Und danach geht's wahrscheinlich wieder nach oben. Weil hier ist er jetzt ja aktuell wieder nicht dabei, ne? Hier ist kein Sidon. Kein Sidon ist hier. Da ist eine Truhe. Darf ich die mir einfach mal bitte holen jetzt? Zora-Schwert, 26. Okay, das ist nicht schlecht. Bei Ness erhöht sich seine Angriffskraft. Das ist gar nicht schlecht. Ach, das war mein Blitzstab. Ups, nee, den will ich eigentlich schon behalten. Ja, komm. Wir pfeffern jetzt den Flammenknüppel raus. Das ist so... Ja, der ist ganz cool, aber... So. Was ist da hinten? Das sieht aus, als ob da Wasser rauskommen würde, wenn ich das kaputt mache. Na dann. Wo ist denn mein... Mein Kollege? Yonobu, kann dein dummer Geist jetzt mal hier auftauchen? Geht das so? Ach komm, scheiß drauf. Bevor wir hier ewig rumwurschteln. Bruder, es gibt zu viele Items.
So. So. Okay. Also ich hoffe jetzt mal, dass hier nicht irgendwas Secret-artiges noch versteckt ist, weil es wirkt bisher nicht so. Und deswegen will ich eigentlich jetzt auch nicht mich zu gründlich umgucken. Antikes Zora-Heiligtum. Quellen von Ranel. Aha. Ach du meine Güte. Muss ich die jetzt alle aufsprengen, oder was? Muss ich die jetzt alle aufsprengen? Die Antwort ist wohl ja. Hä? Was ist passiert? Ich will doch nur hochklettern. Achso, ist nass. Ja, okay. Dann klettern wir halt nicht da hoch. Treffe ich auch so. Da ist schon wieder eine Truhe. Bitte keine Waffe. Und wenn, dann keine brauchbare. Schild. Passt schon. Passt schon. Aber das Schild hält tatsächlich erstaunlich lange, muss ich sagen. Den wir bisher nutzen. Also wenn wir hier eh fluten können, kann das eigentlich alles nichts Wichtiges sein. Und oder Geheimnisvolles oder so, ne? Also eigentlich kann es hier keine großartigen Secrets geben. Außer man kommt irgendwann auf eine Höhe. Machen wir schon. Ah, das ist der Eistyp. Außer man kommt irgendwann auf eine Höhe, auf der sozusagen dann sowieso immer alles erreichbar ist. Okay, wir gehen erstmal den Schleimweg. Ja, komm, kannst du behalten. Was liegt da noch? Ach, eine Reiselanze. Okay. Ah, ich wollte schon sagen, aber wenn es eine Höhle ist, muss es zumindest das Viech hier geben. Sehr schön. Dann war das genau hier für dieser Weg. Wie erhofft. Wie erhofft. Gut.
So, dann ist das hier der normale Weg. Komme ich jetzt da rein? Weil ich nehme an, dass ich den auch noch reinsprengen muss, ne? So wird es nicht funktionieren. Ja, scheiße. Habe ich irgendeinen übersehen? Irgendein so Loch, wo Wasser rauskommen kann. Hier kommt noch kein Wasser raus, oder? Ja, den habe ich übersehen. Huch. Nee, hä? Den habe ich gemacht. Oder? Da ist da mehr Zeug drin. Bin ich jetzt blöd? Hä, hey, habe ich das nicht gerade gemacht mit der Truhe und allem? Da war doch der Schild drin. Ja, den ich nicht mitgenommen habe. Nein, ich will da rein. Ist da überhaupt noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das gesprengt, was ich sprengen konnte. Ne? Ich glaube, da kann man gar nicht großartig. Also doch, man kann rein, aber... Ja, das war es jetzt halt auch. Ja, also hier passt schon alles. Soll ich hier runterlaufen und da mich umgucken? Oder kann ich jetzt doch hier hochklettern, obwohl es nass ist? Nee, ist nass, da komme ich nicht hoch. Hä, wo geht's jetzt weiter hier drin? Ich bin lost. Also ich habe halt gedacht, ich muss da drüben reinkommen, weil das da ja, ne, da ist das so ein großes Ding. Ich muss da irgendwie reinkommen, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Soll ich mir da eine Brücke bauen mit den Holzdingern oder was? Muss ich die alle hier hochtragen? Oh, warte mal. Ah. Hier rein.
Ich meine, ich könnte auch einfach mit dem Deckensprung jetzt hoch, ne? Oh, komm, mach mal. Machen wir. Wo komme ich raus? Oh. Ich denke, dass ich genau da rauskommen wollte. Das kann jetzt aber wirklich Daruk erledigen. Sehr schön. Und jetzt können wir das Licht hier auslösen. Okay. Interesting. So, und jetzt ist es aber so hoch gegangen, dass also die Secrets in der Höhle trotzdem noch erreichbar sind, logischerweise. Und alles andere, was jetzt unter Wasser ist, war nie wichtig vorher. Okay. Ergibt für mich Sinn. Sehr cool. Dann löst das Licht aus. Wir kommen jetzt vielleicht in den Himmel. Wie wär's damit? Ah, ja, okay, man muss erst was einstellen. Es ergibt natürlich Sinn. Dass ich das nur mit meiner Hand berühren kann. Yes. Und jetzt kommt da Wasser runter. Yes. Und da können wir hoch. Sehr schön. Ah. Ein Wasserfall. Er strömt nur so vom Himmel herab. Oh. Link, was ist dort nur geschehen? Warst du das etwa? Du hast also eine mysteriöse Apparatur in den Ruinen wieder in Kraft gesetzt. Und dann begann der Wasserfall zu fließen. Ah, hey, mir geht ein Licht auf. Für uns Tor ist ein Wasserfall doch nicht viel mehr als eine Brücke von unten nach oben. Ja, echt wirklich jetzt. Dann ab nach oben. Kein Quatschen, hoch. Okay, das meinetwegen noch. Das meinetwegen noch. Komm. Komm zu mir. Schon wieder. Was ist das bloß für eine Stimme, ob sie mich ruft? Na, ist doch nicht so wichtig. Nun, da der Weg uns offen steht, sollten wir rasch weiter. Mit deiner Zorrüstung kannst du genau wie ich den Wasserfall hochschwimmen. Dann los, Link. Ab dafür. Hui, Insel des sprudelnden Wassers. Okay. Oh, hier ist die Schwerelosigkeit. Ah, okay, hier ist die Schwerelosigkeit so crazy. Sehr interessant. Ja, und jetzt müssen wir wieder uns ganz nach oben bis zum Tempel begeben. Okay. Dann würde ich aber sagen, das ist eine gute Stelle für den Abschluss. Die Parts müssen ja nicht immer 3 Millionen Jahre lang werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.